Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir befinden uns dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich hier oben auf dem Berge. 1, 2, 3, da sitzen viele Zwerge. 1, 2, 3. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an. Hier sind schon ein paar Wachen rumgelaufen, was das hier ist. Packen natürlich unsere Waffen weg. Hallo, hallo, wer seid ihr? Schön Wetterhof. Ihr könnt Trugbilder heraufbeschwören. Das finde ich beeindruckend. Tja. Pass mal auf, was ich noch kann. Ich muss nur erstmal nachgucken. Habe ich denn den Heldenmut schon auf die Favoriten gepackt? Wenn dann auf die 7. Yeah! Pass mal auf, was ich kann hier. Bam! Mich mal wieder ein bisschen mit Helden an euch austoben. Vor allen Dingen an dir, du hast noch keinen. Und schon wieder gelevelt. Stufenaufstieg. So, und das war's. Dann packen wir unsere Waffen wieder weg. Und werden jetzt auf dem schönen Wetterhof, das ist dann wahrscheinlich Riften. Wie schick. Da liegen einige Segelschiffe im Hafen. Syndia. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Tut mir leid, ich verkaufe also kein Weizen, weil Weizen dafür viel zu wertvoll ist. Da sammle ich es lieber. Denn es ist zuständig für Gesundheitstränke. Das gute Weizen. Hühnernest. War das denn auch? Die Eier sind doch bestimmt... Oh nein, sind auch Zutaten. Hühnerei. Oder? Ja. Haben wir bis jetzt nur die Magieresistenz rausgefunden. Na? Na? Hallo? Ich sehe auch gerade mein Fadenkreuz mal so gar nicht, weil es so übelst hell ist. Seid ihr jetzt böse? Nicht böse sein. Ihr könnt wieder neue Eier legen. So, kommen wir denn hier rein? Nein, kommen wir nicht. Wer bist du denn? Dravin. Wer in Azuras Namen seid ihr? Der Heilige Geist in Klabberlatschen. Was ist mit eurem Bogen geschehen? Vor ein paar Tagen sind Diebe aus Rifthorn hier eingebrochen und haben ihn gestohlen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Sie haben unseren einzigen Wertgegenstand mitgenommen. Wenn ihr den Mumm habt, zum Rattenweg zu gehen und meinen Bogen zurückzubringen, zahle ich euch so viel ich kann. Mhm. Ich werde sehen, was ich tun kann, na klar. Danke. Es wäre schön, ihn wieder zurückzuhaben. Er bedeutet mir sehr viel. Gut, beschaffe Dravins Bogen. Hattet ihr Ärger mit Dieben? Macht ihr Witze? Wir sind ganz allein hier. Bis auf ein paar Wachen, die sich einen feuchten Kehricht um uns scheren. Für Diebe, die uns alles abnehmen wollen, wofür wir so hart gearbeitet haben, sind wir leichte Beute. Sie haben mir nicht nur meinen Bogen gestohlen, sondern auch unser gesamtes Geld. Denen ist nichts heilig. Woher wisst ihr, dass die Diebe aus Riften kamen? Ich bin fast mit ihnen zusammengestoßen, als ich nach einem Einkauf zurück zu meinem Hof kam. Ich weiß, dass diese Kriminellen ihn mit zum Rattenweg genommen haben. Da war dieser spezielle Gestank, den sie hinterließen. Es war ein Familienerbstück. Mit Geld kann man gar nicht aufwiegen, wie viel er mir bedeutet. Okay, wir werden unser Möglichstes tun. Der Rattenweg befindet sich irgendwo unterhalb von Rifthorn. Er dürfte nicht schwer zu finden sein. Ja, wir gucken mal. Erstmal will ich ganz kurz gucken, das war bestimmt wieder eine verschiedene Quest. Ja. Aktivieren wir gleich mal. Sind wir dann hier am schönen Wetterhof schon fertig? Dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt unser lang ersehntes Ziel endlich direkt ansteuern. Nämlich Riften. Rifthorn, wie man es aussprechen möchte. Ich spreche es so ein bisschen englisch angehaucht aus. Klingt irgendwie ein bisschen schicker, finde ich. Ich reize es natürlich auch erstmal. Hier wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Mich vielleicht so ein bisschen auf dem See umzusehen oder so. Ach nee, komm. Genug. Wir gehen jetzt hier runter, genau, und gucken, vielleicht ist hier noch irgendwas.
Und ja, da ist doch was, was wir auch nicht entdeckt haben. Oder sind das einfach nur Wachtürme? Sind wohl einfach nur schon irgendwelche Vorposten von Riften. Dann ist das mit Sicherheit auch eine Waffe, eine Wache von Riften. So ist es. Das könnte, ist aber nicht. Naja. Okay, dann denke ich, können wir jetzt gleich wieder umdrehen. Ah, hier hinten finden wir bestimmt auch irgendwas mit Sicherheit. Aber jetzt ist erstmal Riften dran. Jetzt haben wir uns viele, viele, viele Folgen lang mit dem Marsch nach Riften beschäftigt. Haben auch neben der Strecke einiges entdeckt. Einige alte Quests gemacht, einige neue Quests bekommen und auch schon gleich erledigt. Und jetzt wird es Zeit, sich hier in Riften einmal umzusehen. Und zwar recht gründlich. Stelle von Riften entdeckt. Schön, schön. Hier ist wieder unser üblicher Kutscher, wie gewohnt. Also es ist ein anderer Kutscher, aber wie gewohnt steht eine Kutsche vor Ort. Stelle von Riften. Da gehen wir doch als erstes mal hinein. Hallo, wer bist denn du? Holgrier Pferdebrecher. Okay. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Nö, ich bin nicht zu faul zum Gehen. Ist bestimmt gefährlich, außerhalb der Mauern zu leben. Ja, ich habe hier vor nichts Angst. Nur Schwächlinge verstecken sich hinter Mauern. Aha. Nein, ich bin kein Schwächling. Ich würde sogar wetten, dass ich die stärksten Arme in ganz Himmelsrand habe. Bestimmt irrt ihr euch, warum kann ich denn nur das sagen? Oh, da habe ich wohl einen Herausforderer. Oh, fieses Armdrücken. Wie sieht's aus? Eine Wette unter Freunden. Mein gesamter Geldbeutel mit Septimen, dass ich euch im Faustkampf besiege. Oh ja, oh ja, oh ja. Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir, bis einer von uns aufgeht. Ja, 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 das machen wir. Na klar. Gut, aber denkt daran, wir kämpfen anständig. Klar. Keine Waffen. Nein. Keine Tricks. Nein. Und auch keine tollen Zaubersprüche. Nein. Nur blanke Los Fäuste. Geht's. Los, zeigt mir aus welchem... Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, er macht nicht viel kaputt. Ja. Macht gar nichts kaputt. Flink ist er, der Schlingel. Verdammt. Bam. Ja. Eine rechte und eine linke und den Jab. Bam. Und nun... Ich glaube es nicht. Ihr hattet wohl recht. Ja. Das war's? Hoffentlich seid ihr nicht böse. Nicht böse sein. Überhaupt nicht. Es ist schön, ab und zu mal an eurer Stelle zu stehen. Wo ist er denn? Da ist er. Das hat sich doch für 200 Gold, würde ich mal sagen, gelohnt. Jetzt können wir hier jetzt uns alles nehmen. Machen wir doch. Das Essen jetzt gerade nicht. Lachs und ein bisschen Brot. Kommen wir hier hin. Tür öffnen. Ah. The Sleeping Room. Noch ein Geldbeutel. Nochmal 25 Gold. Und eine Truhe, die leer ist. Und ein Kleiderschrank, der leer ist, was ich mal wieder zu spät gesehen habe. Eine Schatulle. Die schnappen wir uns aber mal. Und da ist er schon auf. Einen Ebenerzbarren und 200 Gold. Schönen Dank auch. Wir wollen dann aber erstmal wieder Feuer und Axt, genau. Packen aber alles weg. Weil wir wollen ja jetzt ganz in Ruhe eine Ortschaft erkunden. Gaul gibt's keinen neuen. Stehen bleiben. Jawohl. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Wofür ist diese Steuer? Ich hasse Steuern. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Weil ich es kann. Das ist eindeutig Erpressung. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Herzlichen Dank. Das Überreden hat sich doch gelohnt. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum, der sich im Rattenweg herumtreibt. Aha.
Danke fürs Aufmachen. Und wir betreten Riften. Die Stadt der Diebe, wie wir schon gehört haben. Ich bin mal gespannt. Wir grasen hier jetzt alles ab. Ach, ich freue mich. Endlich mal wieder eine neue Stadt, die wir erkunden können. Wenn der Ladebildschirm sich denn irgendwann mal entschließt, das Spiel weitergehen zu lassen. Fände ich doch sehr nett. Aber das erste Mal betreten, da dauern, oder überhaupt, wenn man neue Gebiete betritt oder andere Gebiete lange nicht betreten hat, dann dauern die Ladebildschirme allgemein ein bisschen länger. Nebenbei noch die Aufnahme zieht das Ganze natürlich immer ganz schön in die Länge. Wenn ich ohne Aufnahme spiele, sind die auch nur ein Wimpernschlag lang. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ihr seid das einzig Gute, was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Da geht was. Ja, ich habe sie erst gar nicht gesehen, weil sie so super gut getarnt ist. Stopp, stopp, stopp. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Erzählt mir etwas über Riftens Diebesgilde. Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was so, meint so. Ihr? Ich versuche drüber hinwegzusehen. Das ist bedauerlich. Es gibt viel zu viele Leute in Riftern, die eure Ansicht teilen. Seht doch nur, wohin das führt. Erin und ich allein können dieser Stadt nicht helfen. Sie muss sich zuerst einmal selbst helfen wollen. Seid ihr nicht aus Riften? Ich bin schon als Abenteurerin in Tamriel unterwegs, seit ich als junges Mädchen so gerade eben mein Schwert schwingen konnte. Meine Reisen führten mich von Hochfels nach Valenwald, von Elsweyr nach Morrowind und an alle Orte entlang des Weges. Na, da hast du ja schon eine ordentliche Tour hinter dir. Warum seid ihr dann hier? Vor vielen Jahren verlor ich mein Schwert, Düsterklinge, in einer Dwemer-Ruine. Für mich ein Zeichen, dass ich mit der Suche nach Reichtum meine Zeit vergeudete. Wir beide ähneln uns. Wir suchen Herausforderungen und große Belohnungen. Doch da hören die Gemeinsamkeiten für mich auch schon auf. Denn ihr wisst, Rifthorn ist meine große Bestie, die ich töten will. Und meine Belohnung ist Dankbarkeit und Vertrauen. Ihr seid Riftens Beschützer? Das ist nicht leicht. Ich habe mir die Probleme dieser Stadt aufgehalst und stoße bei ihrer Lösung ständig auf schier unüberwindliche Hindernisse. Korruption, Lügen und Betrügereien sind hier an der Tagesordnung. Wäre da nicht Erin, der junge Mann, der mir das Leben gerettet hat, hätte ich wohl schon vor langer Zeit aufgegeben. Wie hat Erin euch das Leben gerettet? Erin fand mich, als ich vor einer Dwemer-Ruine lag, dem Tode nahe. Ich wäre dort gestorben, hätte er mich nicht hierher gebracht und gesund gepflegt. Als ich wieder bei Kräften war und er mir von den Problemen erzählte, die Rifthorn plagten, wurde mir klar, dass das Schicksal mich hergeführt hatte. Und so blieb ich. Also Mjoll scheint hier irgendwie tatsächlich die Beschützerin von Riften zu sein. Erzählt mir etwas über die Familie der Schwarzdorns, wer auch immer das ist. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt. Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Riftons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebens. Das ist natürlich bedauerlich. Wer gehört noch zur Familie? Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter. Ein seltsames Mädchen. Sie verbringt ihre Zeit gerne im Elgrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemiekünsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balg und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herrin folgt. Und schließlich Sibi, der Schlimmste von allen. Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifthorn. Alles klar, ich muss gerade lachen. Ich kannte auch mal einen Sibi.
Und der war auch ein schlimmer Finger. Deswegen hat das gerade voll gepasst. Na gut, Mjoll, du bist passt hier auf wohl... Euch auf. Mach ich. Eindeutig nicht auf der Seite der Diebe. Jetzt würde ich gerne Erin noch nicht. Treffen. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Ja, und heute Nacht kann ich dir das auch gerne zeigen, wie wahr die Legenden sind. Dann beiße ich dir nämlich den Kopf ab. Wobei ich ja die Werwolfsgestalt nicht nur selten benutze, sondern gar nicht benutze. Schlüssel erforderlich. So, so. Hier drüben dann wahrscheinlich auch. So sieht es aus. Wer bist denn du? Ich kenne euch nicht. Maul. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Darth Maul ist unter uns. Ach, du Schande. Was geht euch das an? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Dasselbe gilt das für dich. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Ach, so einer. So, so, also einer, der hier für die Schwarzdorns abcheckt, wer in den Ort reinkommt. Wer sind denn die Schwarzdorns? Erzähl mal Schwank. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ich überrede ihn mal. Dann sprechen wir dieselbe Sprache. Oh, gut. Gut. Also, was wollt ihr wissen? Verratet mir, was dieser Edelstein wert ist. Das fragen wir ihn mal. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Okay. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Begonnen, keinen Zacken aus der Krone brechen. Werde ein vollwertiges Mitglied der Diebesgilde. Abgeschlossen, bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Ach, sehr schön. Ja, ob ich mich der Diebesgilde anschließe, das werden wir natürlich noch sehen. Erzählt mir aber mal mehr über die Schwarzdorns. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur Dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr könnt also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Und wenn nicht? Könnt ihr mir etwas über die Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Was hat der denn alle für Namen? Ich war selbst mal dabei. Hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Aha. Unterhalte dich mit Brynjolf über einen Beitritt zur Diebesgilde. Vielen Dank. Hey, ihr. Maul. Kommt her. Ich will mit euch reden. Warum denn, Junge? Was wollt ihr? Du bist ja ein witziges Kerlchen, hä? Pass auf, wir sehen uns noch früh genug. Du siehst übrigens ziemlich gefährlich aus und hast coole Augen. So, hier können wir nur einbrechen. Hier können wir auch nur einbrechen. Wie heißen die denn alle? Ah, hier ist Erins Haus. Und das war Bollys Haus. Der Bolli. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Ja, was soll das? Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Was? Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Hört zu, Chadre. Letzte Warnung. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem. Aha, Saphir. Mit bleib euch mal hier. Hab ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Und Chadre? Was wollt ihr? In welchen Schwierigkeiten steckt ihr? Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weiht mich in die Einzelheiten ein, mein Freund. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen.
Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Mhm. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Das wäre natürlich bitter. Ich werde euch helfen. Na klar. Wirklich? Ach, ich danke euch. Kein Ding. Ihr arbeitet in den Ställen? Ja. Hofgrier nahm mich auf, als ich vor etwa einem Jahr nach Riftorn kam. Er hat mich alles gelehrt, was er weiß. Pferde sind mein Leben. Damals in Hammerfell habe ich bei der Aufzucht von Pferden auf unserem Hof geholfen. Ich hoffe, eines Tages meine eigenen Ställe eröffnen zu können. Aber ich fürchte, das dauert noch viel länger, als ich dachte. Erstmal Schulden bezahlen, nicht wahr? Seid bei Saphir auf der Hut. Sie umgibt sich mit allen möglichen unangenehmen Gestalten. Machen wir. Sehr gut, haben wir doch schon mal wieder ein paar Quests abgegriffen. Finde ich richtig gut. Helgas Herberge. Helga mit Ä. Oder Helga. Wache von Riften. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Hä? Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Stimmt. Helga, damit kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Aufschließen Honigheim. Schlüssel erforderlich. So. Ja, Helgas Herberge betreten wir gleich. Ich möchte mich erstmal hier draußen etwas genauer umsehen. Vor allem, da wir vorne einen Schlüssel gebraucht haben für das Tor und jetzt einfach hier hinter spazieren können. Das ist doch irgendwie sehr verdächtig. Na gut. Und auch werde ich mich jetzt erstmal auf der Etage hier umsehen. Ich habe schon gesehen, dass es hier auch runter geht. Und hier Schleusen sind und alles. Richtig kleines Städtchen an einem See. Wie gehen wir denn jetzt hier das Ganze am dümmsten ab? Wir gehen erstmal hier an der Fassade entlang. Schneeschuh-Anwesen. Wer bist du? Nura Wie Schneeschuh. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich? Wie unfreundlich kann man denn sein? Okay, wie gesagt, die Häuser klappern wir später ab. Gut, Riftwald. Erstmal ein bisschen hier draußen umsehen. Was ist das? Tempel von Mara. Alles klar, die Sonne geht auch gerade unter. Hier sind wir auf dem Friedhof. Hier sammeln wir mal Tollkirschen und was weiß ich nicht noch alles. Kann ja nichts schaden. Sonst sehe ich hier jetzt nichts. Heieieiei. Klein scheint der Rift nicht gerade zu sein. Hier brauchen wir wieder Schlüssel. Genau, das sehe ich vollkommen richtig. Blümchen, Bergblumen in allen nur erdenklichen Farben. Blau, Rot und Violett. Gut, das hier in der Mitte. Ist eure Rüstung etwa aus Drachen? Ja, ja, bei den Göttern. Ja, ja, ist sie. Für eine solche Rüstung würde ich einiges geben. Gut, Schwarzdorn. Mysteriöse Zeichen an dem Haus. Na, das ist ja mal kein Zufall, denke ich. So, hier weiter kommen wir dann wieder auf den Friedhof, beziehungsweise... Ach, da ist ein Schrein. Na, die Bergblumen will ich aber sammeln. Ja, schön, ne? Tachchen, und wie geht's? Wie steht's? Okay, auf dem Friedhof waren wir gerade. Wo wir nicht waren, ist hier drinne. Hier gibt es auch soweit erstmal nichts. Wer weiß, vielleicht gibt es später was. So, und hier kommen wir jetzt bestimmt genau dahin, wo wir vorne hätten den Schlüssel gebrauchen können. Hier kann ich aufschließen. Heieiei. Huch. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Danke. Immerhin haben wir gelevelt. Ein bisschen. Gut, Riftwald. Schlüssel erforderlich.
Naja, getaugt hat das jetzt nix. So, bevor wir uns jetzt aber weiter in Riften umsehen, gibt's an dieser Stelle einen Schnitt. Und wir gucken uns beim nächsten Mal genau an, was uns hier noch alles so erwartet. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.